Ready? Du hast noch ein gutes gehabt. Läuft alles? Yeah. Sein erste Oreo. Probier's, komm. Oreo mit Kaffee. Und? Was sagt der Mann? Ist gut. Ist gut, gell? Mm. Hallo zusammen! Salut herzlich zusammen. Willkommen beim Fotografie Stammtisch Podcast.ch. Genau. Episode Nummer 25. Ich habe ein bisschen Halsweh, darum habe ich jetzt ein Zeltli. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber sorry. Und du hast so eben dein erste Oreo gegessen. Ja, fantastisch. Kann es nur empfehlen. Oreos? Ja. Gibt es einen Oreos-Shop oder so? Können wir vielleicht noch verlinken, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Ein Oreos-Shop? Da müssen wir mal schauen, ja, ob die Affiliate-Links anbieten. Affiliate-Marketing. Vielleicht. Ja! Ja, so. Heute, krasses Thema. News. Oh ja, brandaktuelle News. Willst du das ehrlich? Du. Ich, okay. Du bist bessere so... In so News, ja. Verträglich. Also zwei News, zweimal Sony News. Mhm. Einmal, das hast du mir geschickt, Sony plant oder macht jetzt einen Mittelformat-Sensor, der 150 Megapixel hat. Recht heftig. Da müssen sich dann Hasselblatt und Phase One und so müssen sich dann da ein bisschen anschnallen. Gut. Ich glaube, Phase One hat 80 bis jetzt. Nein, die haben auch 100 Megapixel, aber 150. So weit ich eben gelesen habe, ist der Sensor nicht für Sony allein, sondern sie vertreiben den. Also andere Kamerahersteller werden den Sensor einsetzen. Eventuell eben Phase One und Hasselblatt. Oder wer auch immer noch. Trotzdem krass. 150 Megapixel. Musst auch... Wenn du den bestellst, kannst du auch gerade einen neuen PC damit zuordnen und 56 TB Platz oder so, weil wird recht aufwendig. Mhm. Nicht für uns. Nein, aber nicht für mich. Ich bleibe bei meinen 12 Megapixel. Hm. Hey. 12, hey. Ja. Und zweite News, ebenfalls Sony News, habe ich heute Morgen gelesen. Ja. Sony hat jetzt erstmal im amerikanischen Markt Nikon überholt und ist jetzt auf Platz 2. Crazy, eh? Nikon muss sich langsam sputen. Ja, aber so oder so, die Japaner dominieren den Markt. Völlig. Aber völlig, ja, das stimmt. Das ist schon noch krass. Mhm. Was ist eigentlich mit Olympus? Sind das auch Japaner schon, oder? Das musst du mir sagen. Du hast mal Olympus gehabt. Das weiß ich nicht. Was sind eigentlich so die anderen? Wo ist Pentax? Sigma? Sigma? Hey, hat jemals jemand eine Sigma-Kamera gehabt? Ich kenne jemanden. Du kennst jemanden? Ah ja, stimmt, du hast es mal gesagt. Ich kenne niemanden mit einer Pentax. Ich auch nicht. Ich glaube. Oder die, die eine haben, die erzählen es niemandem. So. Das wird sein. Ja. Die schämen sich alle fremd. Ich gehört, Hans hat sich Pentax gekauft. Oder vielleicht sind sie eben extrem mutig, weil sie Pentax kaufen. Okay, alle Zuhörer und Zuschauer, die Pentax die haben, haben jetzt das letzte Mal eingeschaltet. Wieder zwei verloren. Dafür 50 neue andere gewonnen. Oder so. Ja, oder nicht. Ja, oder sie können sich melden. Wenn sie das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt. Dann haben sie da eine Plattform. Wir bieten euch eine Plattform an. Oder ja. So als Ausgleich. Ja. Für das, dass wir jetzt gerade so herzogen. Und wenn wir wirklich einen Pentax-User haben, können wir mal, und der sich gut kann artikulieren kann und anständig bleibt, können wir mal darüber nachdenken, ob wir nicht so anfangen, Interviews und so führen mit einem Pentax-User. Ja.
um uns so erzählen, wie es so ist in der Pentax-Welt. Ob man dort so einmal im Jahr auch einen anderen Pentax-User sieht oder so. Oder nur auf Conventions. Ob es einen Treff gibt, so einmal im Monat, wo die Person meistens alleine sitzt. Wer weiß? Wer weiß? Ja, ja, dann kommen wir zum heutigen Thema. Jawohl. Und das ist... Ist ein bisschen doof, das Thema, finde ich. Ja, es ist doof. Findest du auch? Doof. Ich finde es auch. Ich total doof. Doof? Abkürzung für Depth of Field. Depth of Field. Depth. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Darum bleiben wir eben doof. Oder Tiefenschärfe oder Schärfentiefe. Ich kann so sagen, alles gelesen. Und ich finde aber Schärfentiefe... Trifft es eigentlich ich, eher. Ja, finde ich am besten. Mhm. Wohl auf Schweizerdeutsch sagst du eher Tiefenschärfe, oder? Ja, aber ich finde... Also das ist mir geläufiger, aber ich finde Schärfentiefe ist Bezeichnung ein bisschen näher. Finde ich auch. Weil es geht darum, wie gross der Bereich ist. Vielleicht kann man es gerade so schauen. Jawohl. Wo scharf ist, wo man einfach... wo im Bild als scharf erkannt wird. Also es ist eigentlich ist nie alles richtig scharf. Also es ist aber nie unscharf. Ein absoluter es ist eben nicht absolut. Laie würde ja. jetzt sagen, ja gut, wenn du jetzt ganz weit vorne und ganz weit hinten eine halbnackte Frau anstellst, dann ist alles scharf. Mhm. Sogar wenn es unscharf ist. Ja, aber das hat nichts mit dem zu tun. Genau. Und das kannst du mir jetzt erklären oder uns oder allen? Ja, also ich probiere es mal. Eben, es sagt der Bereich, oder, wo als scharf wahrgenommen wird. Das heisst, wenn ich jetzt ein Bild mache, dann kann ich das als gestalterisches Mittel brauchen für verschiedene Sachen. Da kann ich nachher noch darauf ein. Mhm. Ja, vielleicht so kurz einen kleinen Ausflug in Geschichte, oder? Eigentlich gibt es so das, die Unschärfe in Bildern gibt es eigentlich schon sehr lange, oder? Mhm. Beim 35mm Film oder auch bei grösser aufgelöst ist das wie Standard. Es hat aber mal so eine Phase gegeben, wo es so ein bisschen wie verloren gegangen ist, so das, oh ja. das Stilmittel. Okay. Das war am Anfang von der Digitalisierung, oder? Vielleicht die, die so eine Mini-DV-Kamera hatten oder auch so eine Point-and-Shoot mit einem eingebauten Objektiv. Mhm. Also noch vor, wann ist das gewesen? Vor digital. Vor 2005, 2003, 2002 umeinander. Also da, wo eigentlich die so langsam aufgekommen sind und einigermaßen erschwinglich gewesen sind, oder? Also die ersten Kameras aufgekommen sind, wo ein Display kann, zum Anzeigen von dem, was du fotografiert hast. Jawohl. Oder am Filmen bist. Was quasi so meine erste Kamera sehr wahrscheinlich war, weil das ist ja so eine Epson irgendetwas mit, ich glaube, 3 oder 4 Megapixel, was ja unglaublich war. Ich hatte so eine Minolta D-Mark 7 gehabt. Eigentlich eine gute Kamera, so für die Zeit. Über die haben wir schon mal geredet, ich habe nämlich auch so eine Dimash gehabt. Aber ja. Ich glaube noch Dimash 6 kann das sein. Eine Bridge-Kamera auf jeden Fall. Es war eigentlich eine gute Kamera, aber eben der Sensor, der drin war, da haben wir ja trotzdem eben, also ohne Wechselobjektiv, haben wir schwer herausfinden, wie gross eigentlich der Sensor ist, ohne dass man irgendwie ein Factsheet angeschaut hat. Und der Sensor, dort war relativ klein, glaube ich. Also bei den meisten Kameras war der Sensor recht klein gewesen. Auch bei diesen Mini-DV. Und durch das waren einfach Bilder meistens scharf gewesen. Oder sozusagen alles im Bild war scharf gewesen. Wenn es eine Unschärfe hatte, dann eine leichte. Und ja, und sie sind ja, die Sensoren waren ja nicht so lichtstark gewesen. Das heisst, eben, man hat einfach... Entweder hat man am Tagesbild gemacht, es war alles scharf gewesen, oder man hat die Nacht eins gemacht, es war alles unscharf gewesen, oder? Ja, und dann, ja, okay. das ist halt so ein bisschen verloren gegangen und eigentlich schade, oder? Aber es ist ja dann wieder zurückgekommen. Und zwar mit APS-C, so, also mit den ersten digitalen SLRs,
haben wir auch wieder so gemerkt, da kann man noch ein bisschen mit dem Objektiv, mit einem besseren Objektiv, kann man noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen heller, und dafür haben wir mehr Unschärfe und so weiter. Und dann auf das Mal sind Vollformat SLRs gekommen wieder. Bam! Es hat Bam gemacht. Bam. Und dann haben wir die Sachen, die wir vorher oder während eigentlich schon die ganze Zeit können machen mit seiner analogen, haben wir auf das Mal auch wieder im Digitalen anbekommen. Wenigstens so einigermaßen. Also nicht, ich meine, Sensoren sind immer noch ein bisschen anders als Film, aber wenigstens so von der Optik her, von der Bildstreuung, von der Lichtstreuung her, ist man wieder fast an diesem Punkt angelangt. Jetzt ist eigentlich mehr die Frage, Unschärfe ist ja eigentlich etwas Schlechtes im Bild, oder? Wieso wollen wir das? Wieso sind wir eigentlich überhaupt so scharf auf die Unschärfe? Ich weiß es. Wieso? Also mindestens ein Grund. Sag mal. Du kannst Sachen isolieren. Also zum Beispiel Leute vom Hintergrund trennen und du das quasi in den Mittelpunkt stellen. Genau. Also du kannst wie quasi mit einem Fokus, leihst du auch den Fokus von dem, was das Bild anschaut nachher, oder? Du kannst ihm so quasi sagen, hey, look, da, dort, das ist interessant. Das da auch ist nicht so interessant, aber es sieht geil aus, oder? Wenn es so unscharf ist, manchmal nicht so. Ja. Okay. Genau. Und da kommt mir jetzt aber gerade noch etwas in den Sinn. Das hat ja jetzt dann auch so, gerade so in den letzten paar Jahren ist das Modewort wieder ein bisschen aufgekommen, wie denn das unscharfe Zeug heisst. Genau. Niemand weiss, wie man es ausspricht. Es ist klar, wie man es schreibt. Man weiss nicht genau, kommt es aus dem Französischen oder aus dem Framerikanischen. Bokeh? Wie würdest du es auf Japanisch aussprechen? Bukake. ja, das ist wieder, genau, das ist aufgekommen. Eigentlich fände ich es noch gut, wenn man wobei man muss jetzt, Wort dafür... Ja, und man muss jetzt da schon sagen, ich meine, das Wort ist zwar aufgekommen, aber das bezeichnet ja eigentlich nur das, was eben eigentlich das Gegenteil ist von doof. Sondern da geht es darum, genau. Qualität vom unscharfen Bild. Das ist das hat okay. Auch nochmal Qualität, genau. Und das andere, also sprich, ist das schön blurred und überall gleichmäßig oder wird es gröber oder nicht gröber und so. Und ja, das ist eigentlich das. Und das hat eigentlich mit der Schärfetiefe ja dann nichts zu tun. Sondern die Schärfetiefe... So ist es. ...geht ja um die Schärfe. So ist es. Schließ nochmal an dem vorher, wo ich gesagt habe, eben die Vollformat-Digital-Kameras sind aufgekommen, die Preise sind runtergekommen, auch lichtstarke Objektive sind immer erschwinglicher geworden. Eben gerade wieder auf Vollformat hat man auch wieder gute Objektive, auch teilweise alte Objektive wieder können brauchen. Das hat einfach zu so ein, zwei Problemen geführt. Wir haben es schon mal angetönt bei HDR, oder? Wo HDR aufgekommen ist, wo auf einmal alle angefangen haben, irgendwie das HDR brauchen, ohne genau zu wissen, wieso und wie. und es hat irgendwie geil ausgesehen, aber irgendwann dann auch einfach shitty. Es war einfach nicht mehr so interessant gewesen, weil irgendwie alle das Gleiche gemacht haben. Und manchmal gibt es so wie einen Fehler, oder? Manchmal macht man so wie so Bildfehler und es gibt so wie einen Trend und man findet, hey, cool. Und irgendwann merkt man, eigentlich ist es gar nicht so cool. Es hat einfach anders ausgesehen, es hat sich einfach abgehoben. Aber anders ist cool. Für einen Moment, ja. Und beim Vollformat war es dann so, dass einfach vieles unscharf war. Manchmal eben auch zu viel. Das heisst, man hat den Schärfebereich so stark isoliert, zum Beispiel gerade bei einem Porträt, dass halt die Nase oder die Ohren so langsam ausgefranst sind in der Unschärfe und so. Mhm. Und das ist ja eben, das wirkt am Anfang cool, aber irgendwann finde ich so, ja, okay, jetzt haben wir es langsam gesehen, so. Schön, dass du so ein lichtstarkes Objektiv hast, aber eigentlich wäre es schon noch cool, wenn der ganze Kopf mehr oder weniger... Ja, es ist halt... Ich finde, jetzt gerade so bei Portrait-Sachen ist es wie... Es ist ja, ganz klar ein Stilmittel und du kannst wie eine ganze Serie so bestimmt abschliessen in sich.
Aber, aber es muss einen Grund haben, wieso dass du genau, so machst. Genau, ein Stilmittel ist es dann, wenn der, der fotografiert, weiss, warum. Und nicht einfach quasi man das Letzte also machen, aus seiner Kamera rausholt, indem er abdruckt und quasi auf automatisch hat. Und ich glaube, das war genau ein das Problem an der Entwicklung zurück ins Digitale. Das Zeug ist alles so erschwinglich geworden, dass einfach viele Leute, die auch gar nicht so das Vorwissen kennen in der Fotografie, sich halt so etwas geleistet haben, weil sie das Gefühl haben, ja, das ist halt das Beste. Ist mir so verkauft worden als das Beste, oder? Mhm. Im Endeffekt haben sie Katze im Sack gekauft. Sie haben zwar etwas, was coole Bilder gegeben hat, aber sie sind eigentlich nicht so... sind halt eben doch nicht so gut, wie es sollte. Sie haben gemeint, sie seien cool, aber sie sind eben gar nicht so cool gewesen. Vielleicht. Oder so. Wenn man allerdings nicht weiss, wieso dass man es jetzt unscharf haben will und so weiter, dann fragt man sich vielleicht irgendwann so, hä, irgendwie cool, aber wieso genau? Und irgendwie fängt es einem dann vielleicht an zu stören. Und dann gibt es ein Zauberwort und das heisst... Schärfentiefe. Okay. Das heisst, wenn man weiss, was man macht und wieso, kommt es meistens besser, oder? Ist immer so. Und mit der Schärfentiefe ist es eben so, bei der Fotografie ist etwas mega Komplexes eigentlich, oder? Mhm. Wenn man sich dafür interessiert. Das heisst, du erklärst uns jetzt, worauf das man muss achten, damit man weiss, was man macht. Ich probiere es. Also, sehr gut. Es gibt viele Faktoren, wo könnt beeinflussen, wie gross dein Schärfebereich ist. Mhm. Oder wie gross dein Unschärfebereich ist. Und zwar, zum einen ist das ganz klar mal die Sensorgröße bzw. Abbildungsgröße. Das heisst, wie gross das Bild, das in der Kamera auf den Sensor geworfen ist, ist, oder? Mhm. Wenn der Sensor kleiner ist, eben so wie ich es vorher mal gesagt habe, je kleiner der Sensor, desto weniger Unschärfe gibt es? Ja. Oder ist möglich? Ja, genau. Mhm. Oder wenigstens, desto weniger unterschiedliche Schärfen gibt es. Mhm. Oder je länger die Brennweite ist. Was zum Beispiel ist 35mm, 50mm, 70mm Objektiv, 200 genau. Und so weiter. Oder wie gross die Blendenöffnung. Mhm. Weil eben das Licht wird ja eigentlich gestreut. Und je kleiner die Blende, desto weniger wird es gestreut. Das heisst, desto mehr wird eigentlich alles mehr oder weniger scharf. Mhm. So in der Theorie. Und noch ein weiterer Punkt ist natürlich, wie weit das Subjekt entfernt ist. Also von der Kamera. Es sind wirklich viele Faktoren, wo man sich müsste eigentlich... einverleiben, wenn man das so will sagen. Und ich glaube, es gibt auch unter den richtig guten Profifotografen, wenn die nicht immer würden die gleichen Einstellungen machen. Es gibt ja so Fotografen, Porträtfotografen, die seit irgendwie 10 Jahren lang immer die gleichen Einstellungen haben und dementsprechend sehen sie auch immer gleich aus, die Bilder, oder haben eben einen Stil. Aber der hat das auch mal einfach irgendwie ausprobiert und gesagt, okay, so gefällt es mir und da dabei bleibe ich. Also man muss es wie so ein bisschen, man muss es wirklich ausprobieren. Mhm. Man muss es ausprobieren oder man kann es berechnen. Ja. Und zum Berechnen, anstatt dass man eben dann sich die Formel geht, durchlesen auf Wikipedia und anfängt so im Excel irgendwie... kann man machen. Kann man machen. Aber es gibt auch einfachere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Webseiten, wo man schon quasi kann eingeben kann, eben wie weit ist das Subjekt weg, was habe ich für eine Blende oder was will ich für eine Blende haben und Brennweite und so weiter, Sensorgröße. Und nachher zeigt es einem an, dort ist es scharf, da ist der Nahschärfebereich und dort ist der Endschärfebereich, also quasi hinter der Schärfe und vor der Schärfe. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Okay. Also, bevor wir uns jetzt noch zu fest in dem verlieren, gehe ich schnell durch, so, was für verschiedene Fotoarten gibt es
Das heisst, wir kommen nochmal zurück auf die Formel dort. Wir kommen nochmal zurück. Gut, ich schreibe mir noch eine Frage auf. Formel. Das nimmt mich Wunder. Ja, es gibt ja verschiedene eben Depth of Field Varianten, oder? Je nach Fototyp, wo man das eine oder das andere, oder man will vielleicht gar keine Schärfentiefe, beziehungsweise man will einfach alles scharf. Klar, bei Portrait eben, man ist meistens schon so, dass man gewisse Unschärfe im Hintergrund will, dass man quasi die porträtierte Person oder was auch immer kann abheben vom Hintergrund. Das heisst, beim Portrait, was hast du damals für eine Blende? Ja, es kommt, halt, Objektiv? Es kommt halt ein bisschen darauf an. Also über Portrait haben wir ja schon mal geredet und so. Mm. Und für alle die, die es nicht wissen, könnt ihr gut den Podcast hören oder das Video schauen auf YouTube. Gut, das hat meine Frage beantwortet. Genau. Genau. Machen da Pause, schauen das Video, kommen wieder retour. Nein. Also eben, der von der, ich würde 50 oder 85 mm nehmen und also meine Blende zwischen 50 bis 85, nicht mehr und eher das nicht ist, weniger. Ja, das ist Geschmackssache, aber das ist für mich so das, was ich finde, ist schön und das ist auch am ehesten das, was dem menschlichen Auge entspricht. Und blendetechnisch gesehen ist es bei mir, es ist halt gerade im Studio ist abhängig von wie viel Licht das du hast. Ich habe meistens fast ein bisschen zu viel Licht gehabt mit den Blitzköpfen, mit den grossen. Und dementsprechend habe ich relativ Blende F10 oder F11 gehabt, was automatisch dazu führt, dass ich natürlich mehr Tiefenschärfe habe. Schärfentiefe, je nachdem. Ja. Ja, im Kontrast zum Portrait, gerade zum Beispiel weitwinklige Aufnahmen von Landschaften. Da ist es ja eben eher weniger so, dass du nur einen gewissen Bereich scharf haben willst. Du willst mehr oder weniger alles oder viel scharf haben. Also bist dann wahrscheinlich eher mit der Blende, also du hast eine kleine Blende, eben du willst möglichst viel scharf. Dann gibt es noch zum Beispiel Tierfotografie, so Safari-Fotos. Da hast du meistens ein Tele, also ein sehr langes Tele, was dann dazu führt, dass du sowieso eine krasse, eine Unschärfe hast im Bild. Das Bokeh ist dann möglichst gross. Du kannst es gar nicht mehr abwenden, oder? Das ist einfach da. Das ist da, ja. Plus du brauchst auch ein helles Objektiv, damit du das Tier... Oder du bist ganz ein Mutiger und hast ein 15 mm Weitwinkel und gehst ganz nahe zum Loi hin und sagst ihm Hoi. Und drückst dann ab. Du kannst schnell mal das Maul aufmachen. Okay, wach schnell. und dann gibt es natürlich noch Makrofotografie, die eigentlich davon lebt, dass man eine Unschärfe ins Bild hineinbringt. Oder? Weil ohne Unschärfe wären die Fotos nur halb so cool. Das stimmt. Allerdings gibt es da auch eine Art Makrofotografie, die mir jetzt gerade noch so in den Sinn kommt, zum Beispiel von Uhrenfotos. Dort arbeiten sie zwar auch mit dem, aber dann machen sie irgendwie 20 Bilder vom ganzen Zifferblatt, oder? Das, und dann fügen sie die zusammen und nehmen dann jeden Schärfebereich. Also es ist eine Art HD, aber man sagt dann dem Focus Stacking. Ja, genau. Das, was auch immer mehr kommt jetzt. Das ist recht im Kommen und du ist das, auch spannend. Das, genau, durch das, dass jetzt die Kameras immer mehr Prozessorleistung eigentlich haben, gibt es auch immer mehr so Möglichkeiten, um das Bild durch mehrere Aufnahmen noch mehr noch verbessern. Oder zum Beispiel eben, was haben wir, Sensor-Mikro-Shifting, um den Sensor leicht zu bewegen, um mehrere Mal auslösen und so aus einem 16-Megapixel-Sensor auf einmal ein 40-Megapixel-Bild zu machen. Focus-Stacking, eben mehrere Auslösungen von verschiedenen Fokus. Genau. HDR geht auch in die Richtung. Ja. Einfach irgendwann, mit der Belichtung. Irgendwann wird wahrscheinlich einfach mal so alles. Dann drückt man einmal ab und es macht wahrscheinlich irgendwie 100 Aufnahmen. Und ja, und vor allem, du wirst wahrscheinlich alles im Nachhinein noch regeln. Genau. Und dann kommt es halt immer mehr darauf an, ob du gut bist am PC oder nicht. Was auf eine Art ein bisschen schade ist, weil ja, jetzt ist es wenigstens noch so, dass gute Fotografen können auch gut fotografieren, weil sie wissen, was sie machen. Später. Ja, ja, ich glaube, gute Fotografen wird es immer geben. So. Aber es wird wahrscheinlich auch immer mehr gute Fotos geben, wo mehr oder weniger Technik das erledigt. Ja, die Entscheidung abnimmt. Dann gibt es noch ein Extrembeispiel, und zwar Astrofotografie,
wo man ja eigentlich mehr oder weniger eben auch alles scharf haben will. Plus zusätzlich muss es auch relativ hell sein. Und der Fokus sollte eigentlich mehr oder weniger auf unendlich sein. Nur jetzt habe ich bei mir schon ein paar Mal festgestellt, wenn ich so zum Beispiel den Mond fotografiere. Eben, ich habe zum Beispiel eine Sony Vollformatkamera, einen Adapter und darauf ein Nikon-Objektiv. Ich stelle das Nikon-Objektiv auf unendlich und der Mond ist unscharf. Da habe ich mich gefragt, wieso? Er ist ja nicht unendlich weit weg, er ist näher wieder unendlich. Die meinte ja, er ist nicht unendlich weit weg. Darum kann man mal die philosophische Frage stellen, was ist eigentlich unendlich? Mhm. Zweitens habe ich einen Adapter. Was der, ja, ist halt ein Problem, oder? Man merkt das schon, wenn etwas vor dem Bild ist und man stellt scharf und es bewegt sich leicht zu oder von einem weg, dann kann es schon je nachdem ein bisschen aus der Schärfe rausrutschen. Und im hinteren Bereich, also quasi hinter der letzten Linse zum Sensor, ist es noch viel empfindlicher, weil ich meine, die Distanz ist quasi runterkomprimiert auf wenige Millimeter. Ja, ja. Das heisst, wenn du einen Adapter hast, dann müsste ja quasi 100% geeicht sein auf das, was vorher zum Beispiel die Nikon-Kamera mit dem Objektiv geeicht war. Das ist meistens aber nicht der Fall, sondern der ist mehr so vielleicht 95% auf dem Level, was es braucht, oder sogar weniger. Also wir lottern sogar noch ein bisschen und es kommt noch Fremdlicht so von sonst irgendwo hin. Wie eine Holga. Ja, noch leider. Light Leaks drin. Nächstes Mal müsste ich ein bisschen tiefer in den Sack greifen und ein bisschen mehr Geld rausholen für einen besseren Adapter. Novoflex macht, oder? Gerade für Astrofotografie kann man es, glaube ich, wirklich sich schwer überlegen, um einen sehr, sehr teuren Adapter zu kaufen. Ja, muss noch. Und was natürlich auch noch mit dazu kommt, jetzt gerade bei Astro, weil du ja dort relativ lange Öffnungszeiten hast, also das Ding irgendwie 20 Sekunden belichtet ist. Ich meine, nur schon das bewegt sich ja alles in diesen 20 Sekunden. Ja, und also, wenn es einmal kräftig ein bisschen windet am Tripod, dann... Ja, wenn es windet. Aber dann kann es auch sein, dass die Kamera auf dem Stativ sich bewegt. Eben, schon. Ja. Also es ist... Ja, ja. Nein, aber was nur dazu kommt, ich habe dann ein bisschen nachgelesen, ja, was könnte es liegen. Und dann erfahren, dass früher gerade so Nikon, alte Nikon-Objektiv, Nikkor-Objektiv, die sind wirklich noch aufgesetzt worden, gemessen worden, neu justiert worden, dass sie auch wirklich auf unendlich scharf stellen. Also eben so etwas wie der Mond wäre quasi im unendlichen Bereich und müsste eigentlich scharf sein. Oder Sterne. Also ich meine, weiter weg als Sterne, das würde ja keinen Sinn mehr machen, weil weiter sehen wir ja nicht. Aber du kannst natürlich den Objektivdeckel drauf lassen, schwarz abfotografieren und dann sagen, du hättest bis ans Ende vom Universum fotografiert. Genau. Das kann man machen. Nein, und heutzutage wird der Schritt nicht mehr gemacht. Klar, man spart ein bisschen Geld. Durch das ist alles ein bisschen erschwinglicher. Ist das wirklich so? Wird das nicht mehr gemacht? Ist wirklich so, wird nicht mehr gemacht. Weil heutzutage hat man einen Autofokus und man kann, eben, es ist alles so lichtstark, man braucht es wie nicht mehr. Oder? Wenn man auf den Mond scharf stellen will, dann stellt es auf den Mond scharf. Jetzt bei mir ist eben das Problem, ich habe alte Optiken, die keinen Autofokus haben. Also was kann ich dagegen machen, dass ich eben den Mond doch wieder scharf auf dem Sensor habe? Ich kann zum Beispiel auf irgendetwas anderes fokussieren, wo vielleicht noch ein bisschen heller ist. Oder wenn ich jetzt die Sterne fotografiere, dann halt irgendetwas anderes suchen, wo weit weg ist, darauf fokussieren und dann hoffen, dass das genug weit weg ist und das auch noch bestimmt mit den Sternen. Okay. Oder ich tue am Tag schon quasi etwas sehr weit weg fokussieren und lasse so. Oder am besten wäre es wahrscheinlich, man würde sich einfach selber markieren. Ich lebe jetzt gerade so bei einer Adapter-Geschichte, kann man einfach nicht darauf gehen, dass unendlich ist. Und auch bei unseren Objektiv heutzutage, wenn überhaupt noch unendlich draufsteht, muss es nicht heißen, dass das auch stimmt. Was hast du denn fest? Das nimmt mich jetzt Wunder. Musst du dann eher wieder gegen... Nein, auf unendlich ist alles unscharf. Ja, also eben, heisst, aber musst du jetzt eher wieder retour quasi auf näher?
ja, dass es wieder stimmt. Ich muss ein bisschen vor unendlich sein, damit es für mich weil ein Paarobjektiv kannst du ja auch über unendlich drehen. Ja, aber das ist bei der neuen. Bei der alten hast du wirklich, da hört es bei unendlich auf. Okay. Und bei der neuen geht es eben teilweise noch weiter darum, die unendliche Kennzeichnung ist eigentlich so ein bisschen so lala. Ja. Was es übrigens auch noch gibt bei den alten Objektiven, bei gewissen, also jetzt viel älter, glaube ich sogar, dass du auf dem Objektiv noch Kennzeichnung hast, wie gross der Schärfebereich ist. Ja, ja. Das stimmt. Das hat die Minox, die ich hier von meinem Vater bekommen habe, die kleine, die hat das auch noch drauf gehabt, weil die hat ja, du hast es dort manuell eingestellt, oder? Und dort hast du gewusst, ja, irgendwie 1,5 bis 3 Meter und dann 3,5 bis 8 Meter und keine Ahnung was, oder? Und dort hast du dann halt auch einfach so Pi mal Handgelenk und so. Aber es war eigentlich nicht so schlecht gewesen. Aber es war natürlich auch eine kleine Kamera gewesen, mit kleinen Dings. Dementsprechend war es auch einfacher gewesen, oder? Ja, und jetzt eben so, bei gewissen Aufnahmen spielt es dann auch noch eine Rolle, nicht nur, wie gross ist der Bereich, den ich scharf habe, sondern wenn ich das Objektiv auch am schärfsten. Und das sind so Angaben, die dann halt oft auch fehlen im Factsheet zu diesen Objektiven, also die man vom Hersteller selber nicht überkommt. Und dann gibt es so eine Seite, die ich gerne besuche, und zwar Ken Rockwell. Der testet sozusagen fast jedes Objektiv. Und schreibt dazu noch, eben, wann ist es scharf, für was kann man es brauchen, für was sollte man es eher nicht brauchen. Schaut er auch an, weil nicht jedes Objektiv ist ja auf jedem Kamerabody gleich. Also gerade jetzt mit deiner Sony, wenn du jetzt dort Nikon dran tust, dann ist es für dich vielleicht anders als für mich mit der Nikon-Kamera. Ich denke nicht, ich glaube, er ist immer auf dem Systembody von dem. Also Nikon auf Nikon, Canon auf Canon, Sony auf Sony. Ich denke es. Ja, es macht eigentlich also Sinn. Er hat schon ab und zu auch noch andere Artikel, wo er halt objektiv gegeneinander vergleicht, wo er dann möglicherweise schon nur einen Body nimmt und einen Adapter. Aber eben so das Adapterzeug ist halt schon ja, nicht ganz koscher, oder? Weil du weißt nie genau, stimmt dann jetzt der Abstand vom Objektiv zum Sensor noch so, wie es eben sollte sein oder nicht? Ja, ja. Also das Auflagemaß. Und darum ist es manchmal schon noch schlau, wenn man es auch testet. Halt. Das ist schon interessant, gar nicht mal schauen. Das heisst, gewisse Objektive, auch wenn sie zum Beispiel heller sind als andere, das heisst, zum Beispiel du hast ein 50mm Objektiv mit einer Blende von 1,4 und du hast ein 50mm Objektiv mit einer Blende von 2,8, dann kann es durchaus vorkommen, dass das Objektiv, das eigentlich etwas dunkler ist, schärfer ist als das, das auf 1,4 ist. Okay. Das ist einfach quasi die Qualität der einzelnen Linsen. Also nicht nur die Helligkeit ist entscheidend, sondern auch, wie das Licht gestreut wird. Und da, wenn man herausfindet, wieso das so ist, auf Wikipedia kann man sich wahrscheinlich 3 Jahre lang quasi totlesen. Ja, das spielt am Schluss auch keine Rolle. Ich finde, es ist wie bei Wein. Entweder es passt er oder es passt er nicht. Ja, also eben, man kann es im Prinzip ausrechnen mit der App. Meistens hat man aber doch irgendwie zu wenig Zeit oder keine Lust, um noch gross sich mit dem iPhone beschäftigen, während man eigentlich ein Foto machen will. Und irgendwann, wenn man dann viel die gleiche Art von Aufnahmen macht, oder, dann weiss man auch ungefähr, wie das man es einstellt und so weiter. Darum wollte ich jetzt sicher fragen, wie machst du das mit du? Sag mir, du bist irgendwo gerade unterwegs. Wie sorgst du dafür, dass du die richtige Schärfe-Tiefe hast? Oder Tiefenschärfe oder Depth of Field? Also es kommt ein bisschen davon. Wenn ich viel Zeit habe und etwas ausprobieren kann, dann fange ich wirklich von unten her an. Dann fange ich vielleicht mit, keine Ahnung, F4 an und dann halt gegen hoch. Kommt natürlich auch auf das Objekt drauf an, also geht es um eine Person oder um ein Gebäude oder um eine Landschaft, je nachdem, wie du schon gesagt hast, hast du andere Anforderungen und andere Ziele. Wenn ich einfach mal sicher auf Nummer sicher gehe, dann fange ich nicht unter 6,3 an. Egal, ob ich jetzt ein Objektiv habe mit 2,8 oder nicht, dann fange ich irgendwo bei 6,3 mal an und schaue, ob es langt.
Wenn du jetzt irgendwie zwei, drei Kollegen willst fotografieren, die nebeneinander stehen, dann langen 6-3 sehr wahrscheinlich gleich auch nicht. Dann gehe ich irgendwie auf 8. Aber das sind Erfahrungswerte. Mhm. Und der von der Unschärfe, also vom Bokeh, ja, das sind auch, also ich mache, es ist halt so eine Gefühlssache, ob es einem gefällt oder nicht. Ich weiss jetzt zum Beispiel mit dem 200 mm, wenn ich dort auf F8 bin, dann gefällt es mir extrem gut. Wenn ich auf F6 bin, gefällt es mir auch noch, aber dann ist meistens, wenn sich die Person ein bisschen auf mich zubewegt, zum Beispiel, wenn ich irgendeinen jemanden, der joggt, fotografieren oder so, dann bist du schon brutal am Anschlag, weil der Autofokus nicht so schnell ist. Dann gehst du halt, wenn du auf sicher gehen willst, gleich lieber auf F10 und so, und dementsprechend ist dann halt ein bisschen ein Kompromiss. Also, ich habe jetzt gemerkt, so die ganze Entwicklung zu Live View und sogar Live View mit, weißt du, die Schärfe anzeigt, macht es schon sehr, sehr, sehr viel einfacher. Auch zum einen Schärfebereich auswählen und nicht einfach quasi sehen, es ist scharf, sondern wirklich auswählen. Ich mache es dann viel so, eben weil ich halt selten mit Autofokus fotografiere, oder eigentlich nie. Dann tue ich zuerst auf quasi Zoom einstellen, oder meistens habe ich sogar Festbrennweiten, wähle Brennweite, dann ich habe so einen Knopf, da kann ich quasi 1:1, also ich zeige es grösser an, als eigentlich das Bild, das komplette Bild, sondern zoome eigentlich digital rein. Ja. Und kann dann die Schärfe festlegen von dem Subjekt, also wenn ich Zeit habe, oder nur wenn ich Zeit habe. Dann gehe ich wieder raus, habe ich noch überlegt, so, ja, wo die echt sonst noch etwas anderes im Bild scharf haben. Und dann tue ich eigentlich so mehr so Handgelenk mal Pi überlegen, wie viel, also ich bin zu dem Zeitpunkt bin ich noch so hell wie möglich im Objektiv. Ja. Oder sagen wir so hell, dass es auch noch, dass ich halt auch noch etwas sehe, wenn es natürlich zu hell ist. Ja, ja. Und nachher gehe ich runter mit der Blende. Und wenn ich jetzt wo ganz sicher gehe, dann kann ich ja nochmal anzoomen auf den anderen Bereich, kann dann so quasi mein Feld verschieben auf das, was ich auch noch zu einigermaßen scharf habe. Und kann es kontrollieren und dann abdrucken. Okay. Und wenn bis dann nicht schon Nacht geworden ist, dann habe ich auch ein relativ gutes Foto, wo ich sozusagen den Schärfebereich fast genauso habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist jetzt natürlich einer von diesen riesen Vorteilen mit deiner Sony-Kamera, oder? Das kann ich mit der Nikon-Spiegelreflex, geht das nicht, oder? Dort ist es immer so ein bisschen... Musst du es vorauswissen oder halt ausprobieren. Aber lustigerweise, so die Herangehensweise, so fast, habe ich eigentlich aus der Analogfotografie, wo ich zuerst auch ich stelle scharf und dann überlege ich mir, wie viel wollte ich eigentlich scharf haben? Muss ich wirklich runter auf Blende F8? Ja. Oder langt noch ein bisschen weniger? Oder ja, eben, was wollte ich haben? Und dann drücke ich ab. Ich kann dann halt ein paar Schritte weniger, einfach weil es gar nicht anders geht. Ich kann nicht die anderen Schritte machen. Aber so, ja. Das habe ich von dort gelernt. Und ja. Ja, darum. So. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps. Je nachdem. Wäre noch cool. Wenn oder andere schreibt. Blöde Fragen. Es gibt keine blöde Fragen, nur blöde Antworten. Ja, und blöde Menschen. Schreibt uns doch auf info@fotografiestammtisch. Fotografie-Stammtisch.ch oder auf Facebook gibt es uns auch, ist fast einfacher, einfach dort zack an die Wand schreiben. Wir werden es sehen. Ja. Ich habe noch eine Frage gehabt, und zwar es nimmt mich einfach Wunder, also du hast gesagt, man kann das berechnen, oder? Ist denn der Schärfe-Tiefe-Bereich linear in der Vergrößerung oder von der Verkleinerung, wenn du jetzt ein 35 mm, ein 50, ein 75 oder ein 200 hast? Weißt du das? Ist jetzt einfach, wie gesagt, ist eine blöde Frage, aber ich weiß es nicht und es nimmt mich eben Wunder, aber... Ich meinte, es ist nicht linear, weil was ich jetzt so gesehen habe, es sind immer Kurven. Also selbst wenn alles andere gleich bleibt, Blende bleibt gleich, Sensor bleibt gleich, Abstand bleibt gleich. Ich,
Nein, ich denke, es ist nicht absolut linear, sondern es sind mehr so... Wenn es eine Kurve ist, kann es ja nicht linear sein, oder? Oder schon? Nein, wenn es eine Kurve ist, nicht. Also ich meine, linear ist gerade die Linie. Sehen, so. Okay. Ah, aber was mir jetzt noch sagen kann, was ich vergessen habe, es ist ja so, ich habe vorher mal das angetönt wegen Nahbereich und Endbereich von der Schärfe. Es ist ja meistens so, dass wenn ich auf etwas scharf stelle, dass der Bereich vorher und der Bereich nachher, wo auch noch scharf, so im Scharfbereich sind, dass es nicht das gleiche Verhältnis ist. Das heisst, dass es hinten durch ist, das sind etwa im Verhältnis 2/3, was im vorderen Bereich sind, nur 1/3. Das stimmt. Das heisst, wenn ich abblende und ich will zum Beispiel den Hintergrund eben doch nicht schärfer haben, dann nützt es vielleicht, wenn ich im Fokus dann doch nochmal ein bisschen zurückgehe, weil vielleicht im Vordergrund nichts ist, wo noch stören. Und für was man natürlich eben gerade so selektive Schärfebereich kann brauchen, was ich jetzt auch noch vergessen habe zu sagen, ist zum Beispiel einfach zum Sachen ausblenden. Sagen wir, man hat im Hintergrund noch ein Baugerüst oder so. Ein schönes Haus und ein Baugerüst. Und man will eigentlich vielleicht das Baugerüst nicht mehr haben. Dann kann man es natürlich unscharf machen und so ein bisschen kaschieren. Das stimmt. Das stimmt. Eben, es ist ein Gestaltungsmittel. Ich finde es sehr cooles. Und, ja. Muss man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Und ich bin sicher, du hast dazu auch noch irgendeine App zu empfehlen. Weil, Ich habe eben lange eine App gehabt. Sehr lange nicht mehr gebraucht, weil ich eben, wie gesagt, ich tue es eigentlich nicht berechnen. Und jetzt mittlerweile festgestellt, das App gibt es gar nicht mehr. Blöde. Hast du vielleicht das App, wo du kannst empfehlen? Ich habe einfach gemerkt, so, ich habe diverse so Foto-Apps, probiere ich so ein bisschen aus und so. Und es gibt eigentlich in jedem ein ernsthafteren Foto-App, kannst du irgendeinen so Doof-Berechner hat's drin. Doof, einen doofen Berechner. Wir haben euch ja mal für Astrofotografie und so auch schon eine App empfohlen, das Fotopills, wo man kann Sonnenstand planen und Milky Way und alles das Zeug. Und dort hat es eben auch den klassischen Doofrechner drin und der ist wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen. Ist auch grafisch dargestellt. Ist er auch im Meter? Er ist in Meter, gut. Ja. Das kann man, glaube ich, einstellen, aber ich kann es irgendwo, also bei mir ist er im Meter. Und dann wählt man die Kamera aus, Objektiv, den Abstand und so weiter und so fort. Und dann sieht man ganz klar, okay, bei 70 mm an einer D800, die Vollformat ist, mit Blende 6,3 und 3 m Abstand, hast du einen Schärfebereich von 0,69 m. Was nicht wahnsinnig viel ist. Also für eine Gruppe wird es da schon eng. Mhm. Wenn du eine Gruppe mit zwei, mit vorne und hinten Leuten hast, das lange nicht. Also ich finde es, ich finde die Apps noch cool, für zum, einfach zum mal einen Eindruck, ein Gefühl zu bekommen, was das bedeutet, wie tief ist es dann wirklich. Es ist, so ein bisschen wie ein Rezept, oder? Wenn du zum ersten Mal einen Kuchen machst, dann weißt du auch noch nicht so, was gehört jetzt eigentlich drin. Dann findest du mal ein Rezept und nachher machst du nach dem Rezept. Und nachher fängst du es an zu verfeinern. Aha, ja, vielleicht sollte ich, mein Ofen ist jetzt so, dann muss man vielleicht noch ein bisschen länger. Genau. Oder eben meine Kamera ist jetzt so, mein ISO verhält sich so. Genau. Und so weiter. Ja. Ja, cool. Ja, ja, dann sind wir eigentlich im Prinzip schon so am sind Ende. Wir durch, ja. Wir hoffen, das hat gefallen. Ja. Vorschau aufs nächste Mal. Ist, also... Nächstes Mal gehen wir back to the future. Genau. Vorschau aufs nächste Mal wird sein Part 1 von unserer Nikon History. Genau. Aber nicht Nikon, sondern... Leica History ist nächstes Mal angesagt. Spannendes Thema. Hat einen Haufen Sachen drin, die ich nicht gewusst habe. Ja. Mehr verraten wir noch nicht. Die Frage ist jetzt nur, hast du es schon nicht gewusst beim Part 2 oder erst beim Part 1? Beziehungsweise... Hä? Die Timeline können wir nicht näher erklären. Wir sehen uns oder hören uns in 3 Wochen wieder. Tschüss zusammen. Willst du noch so Oreo?
Ja, ich nehme noch eins. Nimm noch ein Oreo. Ich nehme jetzt Wasser.